Guten Morgen. Hi, hier ist Gisela. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wie immer, wann du dieses Video siehst, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Jetzt gerade live, früh um 9, am 25. November, tick-tack. Ich habe heute früh zu meiner Tochter gesagt, in einem Monat haben wir den ersten Weihnachtsfeiertag. Also es ist ein schöner, richtig grauer, kuscheliger Novembermorgen und ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Wie war deine Woche? Wie war dein Wochenende? Und vielleicht, also wenn du ja auf Facebook unterwegs bist, dann weißt du, dass ich so einiges gemacht habe. Ich war am Freitag, war ich bei der Isabel-Kämpf umgekrempelt in Mannheim. Das war sehr cool. Da habe ich dann wieder mit Silber und Feuer und den Workshop vorgestellt und war dann noch länger im Gespräch. Das war sehr, 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 sehr schön. Am Samstag war großer Bazar in der Schule mit Verkauf von allem Möglichen, wo wir eben unsere Sterne wieder ausgestellt haben, die Silbersterne natürlich. Und das war auch sehr spannend, weil sehr, sehr schöne Gespräche draus gekommen sind. Und dann habe ich etwas nicht gemacht, und zwar diesen Unboxing-Trend, also die eine Box aufzumachen. Aber das nur als kleine Vorrede, bevor ich gleich zu den Karten komme. Meine Karten sind da, meine Postkarten. Cool, oder? Yay! Die gibt es dann ab Mittwoch im Umgekrempelt. Das sind die blauen Karten, freue ich mich schon sehr. So, das als Einstieg für so, um ankommen zu lassen. Falls du noch nie bei mir dabei warst, montags früh ziehe ich drei Karten aus einem Stapel, im Moment von 80 Stück. Drei Karten mit drei Wörtern, die alle das Potenzial haben, eine Perspektive zu verändern, beziehungsweise die eben unterschiedliche Impulse geben können, sodass wir die Woche uns selber mit, ich sag mal, mit Bewusstsein und Bewusstheit ja, im Denken, Fühlen und Handeln selbst auch begegnen können. Also einfach zu gucken, okay, wie ist es für mich, wenn ich die Woche unter diesem bestimmten Aspekt mir anschaue und was begegnet mir dann und was fällt mir dann auf, was mir vielleicht vorher noch nicht bewusst war. Und da einfach so kleine Impulse zu geben und ich ziehe immer drei Karten und du kannst dir überlegen, oh, wie ist mir die Woche 1, 2 oder 3, dass das deinen Impuls gibt. Zum Schluss setze ich diese Karten immer noch zusammen. Oft gibt es einen Bogen, der sich gegenseitig befruchtet sozusagen, um nochmal eine andere Perspektive auf die einzelnen Wörter miteinander zu haben. So, damit du weißt, was da jetzt hier passiert. Überleg dir 1, 2 oder 3 oder du nimmst alle drei zusammen, sagst die 1 Anfang der Woche, 2 Mitte der Woche, 3 Ende der Woche. Und ich gehe diesmal mit der 2. Okay? Gut. Bald. Die 1. Und ich ziehe das immer und ich gucke natürlich nicht. Die 2. Und die 3. Und ich freue mich über ein Hallo oder irgendwas, damit ich weiß, dass du da bist. Und die Nummer 3. So, 1, 2 oder 3. Ich fange mit der 1 an. Oh, wie schön, Unabhängigkeit. Falls du dich wunderst, weil du noch nie dazu geguckt hast, die Karten sind hier falsch rum, weil ich im Selfie-Modus bin. Okay? Unabhängigkeit für die 1. Sehr spannend an einem Montagmorgen. Und da weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich hier. Unabhängigkeit ist so eins. Guten Morgen, liebe Sabine. Hi. Unabhängigkeit ist so ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen ist das etwas für mich, was ich mir sehr wünsche und sage ich mal auch dafür arbeite. Also
Wir sprechen zum Teil von finanzieller Unabhängigkeit. Wir sprechen von Unabhängigkeit in unserer Entscheidung, also dass wir sozusagen die Souveränität, die Hoheit haben über unsere eigenen Entscheidungen, über das Tun, über das, was wir erreichen wollen und eben nicht in Abhängigkeit zu sein von den Entscheidungen anderer. Und das ist, denke ich, bis zu einem gewissen Maß definitiv gut, also gerade für Frauen, dass sie finanziell unabhängig sind, dass sie ihre eigene Rente haben und so weiter. Also dieser finanzielle Block, der uns dann auch Freiheit gibt und dann eben auch, ich sag mal, eine gewisse Unabhängigkeit in Beziehungen. Also, dass wir es schaffen, eine gute Balance zu haben zwischen, ich mache das jetzt für jemanden anderen, für mich, weil ich jemanden gefallen will, zum Beispiel. Da würde ich sagen, das geht in Richtung Abhängigkeit. Also das ist so, okay, ich mache mich abhängig von der Meinung anderer und da lade ich dich ein, die Woche zu schauen, was tust du, wie tust du etwas, in Abhängigkeit von der Meinung und der Erwartung anderer. Und gelingt es dir, also und ohne Bewertung, also wenn du mich kennst, dann sage ich immer ohne Bewertung. Ja, also das ist einfach der Impuls ist, um reinzuschauen, um zu gucken, okay, wie geht es mir damit? Also ich beobachte mich immer wieder dann dieses, okay, ich mache das, weil ich denke, dass dann die Wahrnehmung von außen über mich besser ist und dann denke ich, ja, das war jetzt nicht so ganz so cool und dann wieder zu mir selbst zurückzukommen und immer wieder dieses Losgelöstsein von der Abhängigkeit, also dann eben eine Unabhängigkeit zu erreichen und es zu schaffen, das eben zu tun und zu sagen, was aus mir kommt. Vorhin habe ich gesagt, zweischneidig, weil es meiner Meinung nach, es gibt keine Unabhängigkeit. Also wir sind ja miteinander verbunden und alles, was wir tun, ist in Abhängigkeit und also hängt von etwas ab, ja, was vorher war. Und das wird natürlich einen Effekt haben und ein Ergebnis haben, was wiederum andere Dinge hervorruft. Also es ist ja nicht losgelöst, wir sind ja nicht im Vakuum. Die Frage ist eben, wie frei bin ich innerlich? Ja, also mache ich es trotzdem, auch wenn der das doof findet oder die das doof findet, weil es eben für mich selbst richtig ist. Oder kann, ja, also so dieses, das zu überprüfen, warum tue ich, wie ich etwas tue. Und dann auch so zu schauen, bin ich sehr auf dem Trip, auf dem Trip der Unabhängigkeit und lass mich bloß nicht auf andere ein, weil ich will ja nicht abhängig sein von der Zuneigung, von der Zustimmung anderer. Also deswegen sage ich auch zweischneidiges Schwert, das auf der einen Seite eben zu gucken, gehe ich zu viel rein und auf der anderen Seite gehe ich vielleicht auch zu wenig rein. Also ich kenne das selber von mir, dass ich sage, also so das ein oder andere nicht zulasse, weil ich Angst habe, mich abhängig zu machen und dann ja wieder abhängig zu sein von, was weiß ich, dem Zeitrhythmus von Geschäftspartnern oder so. Ja, also einfach zu gucken, okay, wie gehst du rein, wie gehst du raus? Was ist Unabhängigkeit für dich, wenn du die Eins gewählt hast, für die Woche? Unabhängig dein Wort, Unabhängigkeit ist dein Wort. Okay? Die Zwei, die Ehre kommt immer mal wieder. Die Ehre, Mann. Spontan fällt mir Ehrenmord ein und ich habe keine Ahnung, warum.
Das ist für mich nicht unbedingt ehrenvoll. Ehre ist, hat für mich so diesen Touch ganz alt. Ja? Also das sind so diese alten Tugenden, ehrvoll, Ehrenmann, Ehrenfrau. Und schau mal, wie das ist für dich, für die zwei. Also was kommt, wenn du Ehre hörst, was kommt da spontan bei dir hoch? Weißt du, er sagt, ja, hast du da eine klare Definition dafür? Oder schwimmst du auch erstmal so ein bisschen wie ich, obwohl ich ja Ehre schon ein paar Mal gezogen habe. Und dennoch ist das so ein Wort, was relativ groß ist und umfassend ist, weil es, ich glaube, wenn wir uns tatsächlich treu sind und wenn wir ein gewisses Maß an nicht nur moralischer Verpflichtung haben, also wirklich so dieses ehrenhafte Verhalten fällt mir dazu ein, dann ist es in meiner Meinung nach tatsächlich auf so einer Ebene, wo wir es gar nicht erklären müssen oder können. Also wenn wir so ein Maß an Werten mitbekommen haben und die leben. Und ich glaube tatsächlich, dass Ehre, also wenn ich das jetzt so laut nachdenke darüber, wahrscheinlich auch kulturell bedingt ist. Ja, das eine Ehrenvolle muss nicht unbedingt das Ehrenvolle in einem anderen Kulturkreis sein. Und dennoch glaube ich, dass wenn wir ganz, ganz tief gehen, dass das auch etwas mit Würde zu tun hat. Und dass Würde, das würde ich sagen, würde ich sagen, nicht kulturell bedingt ist. Also dass diese Integrität, die wir gegenseitig geben können und uns bewahren können, unabhängig ist, in welchem, wo wir groß geworden sind, wo wir geboren sind, wo wir aufgewachsen sind. Und überprüf mal für dich, also guck mal, in welchen Zusammenhängen diese Woche Ehre für dich auftaucht. Also ich hatte ein schönes Erlebnis am Freitag mit Isabel, wo es darum ging, wirklich, also ich habe ein paar Schmuckstücke zur Ausstellung dagelassen und dann habe ich so gefragt, muss ich noch was unterschreiben? Und sie meint, nein, wir machen das so mit Handschlag. Ja? Und das ist so, das ist für mich etwas sehr Symbolisches, weil mit diesem ganzen Datenschutz und da musste das unterschreiben und da musste da aufpassen und da schwingt so viel Angstmacherei auch mit, ja, also so viel können wir nicht einfach so, ja, wir haben dann auch gesagt, so wie früher die Kaufleute, so wie mit Handschlag das vereinbaren und das gilt wie ein Wort und das gilt unter Ehrenfrauen. So war dann auch das Empfinden und schau für dich auch. Mit wem hast du quasi eine ehrenvolle Beziehung? Also ich gehe jetzt so ein bisschen auch in Richtung Geschäftsbeziehung. Reicht es dann, reicht dein Wort und reicht dir, wenn der andere dir sein oder die andere dir ihr sein Wort gibt? Ist das etwas, was dann einfach dasteht? Und es braucht keine Unterschrift. Und da mal zu gucken, wie ist dein Vertrauen in die Ehre auch anderer unabhängig, also ja, oder wie sehr bist du auch beeinflusst durch das Ganze? Oder muss ich mich da noch absichern? Oder muss ich mich da noch absichern? Und Hauptsache, der klaut mir nicht da meine Ideen und so weiter. Okay, also Ehre für dich als zwei zu beobachten und selber zu gucken, wo nimmst du Ehre als gegeben, auch für dich? Und in welchen Situationen merkst du, da passt es nicht, da möchte ich dann doch lieber die Unterschrift haben. Ehrenmann, Ehrefrau, Ehrenfrau, okay? Schau da mal rein, die Ehre für die zwei und die drei ist, boah,
Authentizität, das war jetzt auch das authentische Lachen. Authentizität nach der Ehre. Jo. Unabhängigkeit, Ehre, Authentizität. Das ist eine sehr, sehr spannende Energie diese Woche. Also wirklich die Echtheit, die Echtheit, die Echtheit. Das auf dich zu achten, auf dein sensationell. Ich bin gerade total hin und weg. Das ist die 3, die Authentizität. Also wenn du die Authentizität als 3, genau, also das dritte Wort gewählt hast, guck mal, in welchem Ausmaß, in welchen Situationen du dir erlaubst, authentisch zu sein und inwieweit du dir überlegst, deine Authentizität zu unterstreichen und nicht irgendwas vorzuspielen. Also, ich muss jetzt gerade daran denken, dass dieses authentische, autonome, ja, Auto fällt mir dabei ein. Ich weiß ja gar nicht, warum ich jetzt darauf komme, aber es geht auch um den Montag. Also ich bin ja jede Woche hier und jede Woche live und ungeprobt und so authentisch wie möglich und jedes Mal im gleichen Outfit. Und das ist witzig, weil am Wochenende, also für Samstag, wusste ich nicht, was ich anziehen soll. Ich denke, was soll ich anziehen? Und meine Tochter meint, zieh doch dein Montagsoutfit an. Und ich dachte, wie genial ist das denn, Montagsoutfit? Weil da fühlst du dich doch sowieso drin wohl. Und das fand ich sehr, sehr schön. Weil so diese Verbindung jetzt zur Authentizität ist dieses, wie kannst du tatsächlich dich selbst unterstützen, authentisch zu sein? Also zum Beispiel durch ein Outfit, dass du nicht irgendwie rumzuppelst oder dass du denkst, ma, sieht man jetzt die Röllchen oder nicht? Ist die Frisur richtig oder nicht? Dass du dich selber, also dir da auch die Erlaubnis gibst. Und ich glaube auch, dass, also ich sehe immer so diese verschiedenen Varianten, du musst dich zum Strahlen bringen durch dein Outfit. Das ist so dieses, also der Fokus auf dem Outfit, damit sichtbar wird, ja, deine innere Schönheit sichtbar wird. Und die andere Seite ist so dieses, naja, also wenn, dann muss er das schon sehen, dass ich schön bin. Oder ja, mein Geschäftspartner, der muss ja die inneren Werte sehen. Und da ein gutes Mittelmaß zu finden, dass tatsächlich das unterstützt wird, aber dein wirkliches, diese Kraft, dieses, deine Persönlichkeit unterstrichen wird, aber nicht überlagert wird. Ich hoffe, du kriegst so ein bisschen mit, was ich damit sagen will. Ich versuche selber mitzukriegen, was ich damit sagen will. Authentizität, diese Woche drauf zu achten, wie kannst du dich selber unterstützen, um deine Persönlichkeit, dass es dir leichter fällt, auch dich in deiner Persönlichkeit zu präsentieren, zum Beispiel, wenn du jetzt geschäftlich unterwegs bist oder auch im Job oder auch mit anderen Menschen. Und Punkt. Wird gerne die, genau, Authentizität. Ich war gerade ganz kurz abgelenkt, weil, und jetzt habe ich den Faden verloren. Das passiert auch, sehr authentisch. Guck für dich die 3, dass du Dinge für dich machst, um dich nach vorne zu bringen und dass es dir auch wirklich Kraft gibt. Und dann zu beobachten, wo würdest du etwas nicht tun oder zu viel tun, was dir nicht entspricht. Ja, was das quasi untergraben würde und nicht unterstützen würde. Schau mal da drauf. Wir haben die Unabhängigkeit, wir haben die Ehre und wir haben die Authentizität. Und
Ich mag dieses Zusammenspiel sehr. Dieses, also wirklich ein Spiel. Es ist nicht, es ist kein Entweder-Oder. Ja, Unabhängigkeit ist nicht entweder ich oder die anderen, sondern es ist immer ein Mit. Und ich glaube, dass dieses Miteinander, also wenn ich die Ehre im Leib habe, dann kann ich mich unabhängig machen von der Angst. Dann, ja, zieht die mich jetzt über den Tisch oder bin ich ihm gut genug und so weiter, diese ganze, oder wäre ich ja behumst. Ja, so, solche Sachen. Wenn ich für mich selber weiß, also wenn, das ist für mich auch mal wichtig, was gebe ich nach außen? Und wenn ich mich für mich persönlich ehrenvoll verhalte, dann habe ich persönlich, ich für mich, weniger Angst. Ja? Dann bin ich tatsächlich unabhängig von diesen ganzen, du musst dich da noch schützen und du musst dich da noch schützen, dann musst du noch diese Unterschrift und dann, ja, musst du noch das dokumentieren, sondern dann bin ich unabhängiger von Angst und bin freier. Und wenn ich freier bin, kann ich wiederum mehr ich selbst sein. Authentizität. Also dieses Spiel. Und wenn ich mehr ich bin, dann muss ich nichts vorspielen, dann bin ich ehrenvoller, dann bin ich geradeaus, dann bin ich moralisch in Ordnung, ja. Was mich wiederum unabhängig macht. Also das ist wirklich so ein Kreislauf. Das ist nicht Huhn oder Ei, sondern es ist tatsächlich alles miteinander. Dieser Wert von Ehre, der mich auch unabhängig macht und unabhängig, so unabhängig macht, dass ich wirklich ich selbst sein kann. Ich hoffe, das macht jetzt einigermaßen Sinn und dass das für dich ein guter Einstieg in die neue Woche wird mit für die eins die Unabhängigkeit, die zwei die Ehre, die drei die Authentizität, dass du es für dich aufnimmst und da mal reinspürst und auch andere zu beobachten ohne Bewertung. Ich finde es mega interessant, wenn mir diese Worte kommen oder also die Wochenworte, um dann aufmerksamer zu sein bei anderen, um dann zu gucken, ja, ich auch, passt, ja, es ist mein Level oder nein, danke, das ist interessant, das wäre mir vielleicht sonst nicht aufgefallen, aber hier ist meine Grenze. Ja? Da zu schauen. Damit wünsche ich dir eine wundervolle letzte Novemberwoche, ne? Vor dem ersten Advent, dass es eine gute Woche für dich ist. Bin ganz gespannt. Also, wenn du auch zu Unabhängigkeit, Ehre und Authentizität noch einen Kommentar schreiben willst, freue ich mich sehr darüber und wünsche dir, dass dir das gelingt, was du dir vorgenommen hast. Sehr entspannt auch, sehr authentisch. Und noch so ganz kurz, Achtung, Hashtag Werbung, meine Karten. Ich muss die noch ganz kurz in die Kamera zeigen. Jetzt auch verkehrt rum, aber ist egal, so ungefähr. Das sind die sechs blauen Karten, die es jetzt eben auch als Postkarten gibt bei mir on der Leine. Und ab Mittwoch, Isabel, am Mittwoch bei Isabel Kempf im Umgekrempelt das Meer. Und dann haben wir die Sprünge, ne? Und natürlich hier die Landschaft. Yay, sie sind da, sie sind da. Und die sind gut geworden. Also fühlt sich gut an. Ich bin ganz happy darüber. So, mit dieser Einlage wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und wir sehen uns ganz bald wieder. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.